Regiosport wird Ihnen präsentiert von Nur die beste Qualität, von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu, Kerle und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltgerät in Brattelen. Ende Monat findet im Kuschbo Brattelen die Verleihung vom Basel-Bieter Sportpreis 2022 statt. Vergeben werden mehrere Anerkennungs- und Förderpreise. Und vor Ort wird dann schließlich in einem spannenden Verfahren der Gewinner vom Basel-Bieter Sportpreis erkoren. Es gibt drei Nominierte. Also alle drei Nominierten haben einen hervorragenden Leistungsausweis, sind natürlich ganz unterschiedlich. Zum einen der Adrian Odermatt als Schwinger, Kranzgewinner am SAF Brattel in Baselbiet, Moritz Jäcki für seine langjährige erfolgreiche Karriere als Beach-Soccer-Sportler und die OLV Basel-Land als Verein auch mit einem breiten Leistungsausweis. Wie ist es zu diesen Nominierungen gekommen und wie geht es jetzt weiter? Also wir haben ja immer eine Vielzahl von Bewerbungen, die wir in einem Auswahlgremium besprechen und dann legen wir jeweils fest, wer soll nominiert werden und dann kommt es in ein dreistufiges Abstimmungsverfahren. Das dreistufige Abstimmungsverfahren läuft so ab, dass zuerst die Mitglieder der Vereinigung der basellandschaftlichen Sportjournalisten und Vorstandsmitglieder der IG Basel-Bieter Sportverbände ihre Meinung in einer geheimen Abstimmung kundtun und nachher im zweiten Verfahren geht es dann um eine Online-Abstimmung unter den Leserinnen und Lesern von BZ Basel. Und die dritte Stufe ist dann ein Saalvoting am Oben selber an der Sportpreisverleihung. Wie läuft das mit dem Online-Voting? Da haben wir jetzt das aufgeschaltet in der BZ Basel, wo die Leserinnen und Leser können ihre Stimme abgeben können, wer sie favorisieren von diesen drei Nominierten. Das läuft jetzt über 2 bis 3 Wochen, bis kurz vor der Preisverleihung. Und da gibt es Möglichkeiten, das über die Zeitung zu erfahren oder auch über das Online-Medium. Schauen wir die drei Nominierten ein bisschen näher an. Und zwar ganz schön brav alphabetisch. Wieso soll man gerade sie wählen? Ich glaube, meine Leistung ist nicht an einem Spiel oder einer Saison abzumessen, sondern mehr der Verdienst der ganzen Karriere. Also ich habe vor 20 Jahren von Beachsoccer spielen. Ich habe den Sport mitprägen über 20 Jahre. Ich habe über 360 Länderspiele machen für die Schweiz. Wir sind im WM-Final gestanden. Wir haben einmal eine Bronzemedaille gewonnen. Ich bin, glaube, 7-mal Schweizer Meister geworden. Also ich habe für den Sport Beachsoccer ganz viel machen. Und ich glaube, darum habe ich den Sport verdient. Das erste Mal ist es sicher schwierig, diesen Preis zu gewinnen mit so einem starken Teilnehmerfeld. Aber ich habe letzte Zeit immer gut trainiert, tolle Wettkämpfe gemacht und auch sicher in der Region etwas bewirken. Es gibt einen Haufen Junge, die anfangen zu schwingen. Und von dem her würde ich mich gerne fühlen, wenn mich die Leute wählen würden. Ich glaube, wir sind ein unglaublich lebendiger Sport- und ein bisschen naturverrückter OL-Verein. Man muss sich das ja wirklich vorstellen. Bei uns laufen 9-, 10-jährige Mädchen und Buben von an, mit Damen 10, die sie laufen und Herren 10. Und diesen Sommer auf der Langdistanz, Schweizer Meisterschaften auf der Seelenmatt im Berggebiet oben, ist der Ernst Messel vor uns gelaufen, der 93 ist. Also wir haben ein unglaubliches Spektrum mit diesem Verein, wo wir zusammen trainieren, zusammen an die Wettkämpfe reisen, national, international. Und dort haben wir sehr etwas Lebendiges. Und das kann man sagen, das hat jeder OL-Verein. Was uns sicher auszeichnet, ist, dass wir eine grosse und lebendige Kinder- und Jugendgruppe haben. Das ist uns als Verein in den letzten Jahren immer sehr wichtig gewesen, dass wir eigentlich die besten Leute auch im Kinder- und Jugendtraining haben. Und das läuft an der Sportpreisverleihung am Mittwoch, 30. November. Da haben wir eine gute Mischung von kultureller Unterhaltung, den Ehrungen, Filmeinspielungen, Gesprächen mit den Nominierten, aber auch mit den weiteren Gewinnerinnen und Gewinnern. Wir haben ja auch noch 3 Anerkennungspreisträger und 5 junge Sportlerinnen und Sportler, die mit einem Förderpreis ausgezeichnet werden. 3 sind nominiert, aber nur jemand gewinnt den Baselbieter Sportpreis 2022. Was passiert mit den 2 Verlierern? Grundsätzlich sind alle 3 nominierten Gewinnerinnen und Gewinner, oder? Weil der erste Rang ist mit 15'000 Franken dotiert, der zweite Rang mit 6'000 Franken und der dritte Rang mit 4'000 Franken. Die Baselbieter Sportpreisverleihung findet am Mittwoch zu oben, 30. November, im Kultur- und Sportzentrum Kuschbo
in Pratteln statt. Der Anlass von dem 6 Jahr ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Regiosport wird Ihnen präsentiert von Nur die beste Qualität, von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu, Kerle und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltgerät in Pratteln.